Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No Man's Sky. In der letzten Folge waren wir unterwegs, um zur Raumstation zu fliegen. So war der Plan, wir wollten da eigentlich hin. Leider Gottes hat es mal wieder die Aufnahme mehr oder minder durch die Audioqualität zerstört. Und daher sind wir jetzt schon bei der Raumstation gewesen, haben ein Signal gekriegt. Und dieses Signal hat uns hierher geführt. Und ich würde sagen, steigen wir mal aus und holen das Signal ab. Und zwar, wo ist es? Da drüben. Ich muss trotzdem sagen, viel hat man dadurch nicht verloren. Weil eigentlich war es ja noch so, dass wir die Raumstation besucht haben, haben ein paar Leute angequatscht da, haben dann die Koordinaten gekriegt. Das Brügge weiß der Planet, wo unsere Basis draufsteht. Warte mal, das kann man irgendwo sehen. Da hinten sieht man das Symbol von unserer Basis. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier das Ding. Protokoll beschädigt, unvollständige Aufzeichnung verfügbar. Das Signal hat mich zum Wrack eines Frachters geführt, dessen gewaltige Metallfragmente in der Landschaft verstreut sind. Stammen diese Nachrichten also nur von den fehlerhaften Schaltkreisen einer längst vergessenen Ruine? Ich finde das Protokoll des Piloten zwischen den Trümmern. Es blinkt und wartet auf eine Eingabe. Das Terminal spuckt eine seltsame Zahlenabfolge aus, statt das Protokoll des Schiffs anzuzeigen. Dann folgt eine kurze Nachricht. Die Anomalie kommt der Sterne wegen. Starten. An das Ende der Nachricht ist ein Bauplan für einen Hyperantrieb angehängt. Ich extrahiere den Bauplan aus dem Computer, aber dieser Hyperantrieb-Bauplan ist für ein gewöhnliches Raumschiff und nicht für einen Frachter dieser Größe. Jemand hat ihn nach dem Absturz hier platziert, in der Hoffnung, dass er gefunden wird. Okay, das brauchen wir jetzt alles dazu. Warp-Geschwindigkeiten, damit können wir dann in andere Systeme reisen. Gut. Was haben wir hier eigentlich? Ah, hier können wir theoretisch das Raumschiff rufen. So, wir sollen jetzt also Zeug besorgen. Baue den Hyperantrieb. Kaufe in einer Raumstation Mikroprozessoren. 1 von 5. Ist ja quasi schon gesagt, was wir zu tun haben. Jetzt würde ich erstmal sagen, wir brauchen ja dann diese Mikro, was auch immer. Ach, übrigerweise, das Zeug haben wir aus Asteroiden. Das brauchten wir ja, um den Antrieb hier zu befüllen. Viel haben wir davon auch nicht mehr. Gut, wir haben noch 10 Gold. Ich würde sagen, wir müssen noch ein bisschen was mitnehmen. An Ressourcen, weil wir brauchen Geld. Mit dem Geld können wir nämlich dann diese Dinger kaufen. Stand ja auch da. Bedeutet, wir müssen erstmal gucken. Wo kriegt man das her? Ach so, das können, also wir können quasi Kupfer, Cadmium, Emeril, Indium. Das muss man suchen und dann können wir, indem wir das verwerten durch den Exfiltrator, den wir da auf unserem Planeten hier haben, können wir dann damit das herstellen. Gut. Da haben wir bloß das Problem, dass wir nur 190 Kupfer haben. Okay, so, wir bauen das hier hoch. Was haben wir jetzt noch alles hier drin? Wir haben ein bisschen davon. Wir haben hier was, die Wasserstoff, Natrium haben wir doch jetzt relativ viel. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir gehen jetzt einfach nochmal raus. Wo ist das? Können wir das markieren? Nee. Eine Frachtkapsel, die haben wir da hinten. Natriumansammlung will ich nicht suchen. Natriumansammlung, Kupferansammlung, 261, was sind das da hinten? Ein vergrabenes Technologiemodul. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt erstmal in die Richtung und nehmen ein bisschen Kupfer mit. Das sollen wir bitte abheben. So. Gucken wir mal, dass wir hier so in die Richtung fliegen. 261, das kann gar nicht so weit sein. Ich würde sagen, wir landen auch gleich wieder hier in der Nähe. Da, wo es schon blau leuchtet, da landen wir. So, hier einmal bitte nochmal landen. Der ist, als ob der Landebereich nicht frei ist. So. Gut, jetzt gucken wir nochmal nach. Wir hatten ja jetzt hier irgendwie diese Kupfer gesehen. Natrium.
Fabrik. Natrium, Maschinerie, da drüben. Da haben wir sie. Ich hoffe ja mal nicht, dass das die Kupferansammlung ist, die wir schon mal hatten. Die quasi komplett leer sein sollte, weil wir die schon abgebaut haben. Das wäre jetzt doof. Zuerst nehmen wir hier das Zeug mit. Das können wir noch hier aktualisieren. So. Abbauen. Gut. Ich würde sagen, nehmen wir hier noch ein bisschen Zeug mit, wenn wir schon hier rumlaufen. Gucken wir mal, was zum Verkaufen haben. Und auch was zum Bauen. Bei dem Ferritstau. So, und weg damit. Immer noch hier die blauen Pflanzen mit. So, Systemboost. Inwiefern ist das ein Systemboost? Das kann man hier rausnehmen. Keine Ahnung, ob wir das ja kriegen. Okay, also können wir das schon mal nicht öffnen. Dann nehmen wir noch die Wasserstoff mit. Können wir ja auch mal gebrauchen. So, über jetzt. So, und weiter mitnehmen, ja. Alles abbauen. Das weg. Jetzt gucken wir nochmal nach. Wo müssen wir hin? Da mein Artefakt, das ist weit weg. Wir haben jetzt sogar noch eine Kupferansammlung und irgendeine Flora, die wir noch nicht kennen. So, wo war die jetzt hier drüben? Ne, hier. Ne. Wo ist sie denn? Wir hatten da eine ganz in der Nähe. Wir laufen weiter in die Richtung. Das war sie nicht, ne? Nein, es war Natrium. Nur bei 10%. Lass noch ein bisschen Natrium einfüllen. Das sollte doch irgendwo hier sein. Was ist das denn? Ammoniak. Nimm mal mit. Und noch ein bisschen die Wasserstoff. Der Down Scanner, stimmt. So. Dann haben wir nochmal Natrium, das können wir gleich mal mitnehmen. War das das da vorne? Wo zum Teufel war die Ansammlung? Ich dachte, die sollte ja irgendwo in der Nähe sein. Das ist irgendwo nicht so. Das können wir durchsuchen. Natrium. Immer Natrium. Noch mehr Natrium. Und da hinten, das sieht mir interessant aus. Nur noch ein bisschen von dem Zeug mit. Jetzt haben wir den noch im Inventar. Wir haben wir ja nicht mehr. So, nimm das noch mit und jetzt laufen wir weiter in die Richtung. Und mal ist doch noch mal noch eine Weile laufen. Kennen wir das Ding schon? Nein, das kann man noch scannen. Ich bin immer noch bei der Tatsache, dass wenn gewisse Leute Lust haben, sie Namen für all diese Tiere, was auch immer, einsenden können und wir benennen die dann danach. Cool. Ich brauche mal kurz das Natrium, mein Freund. Kennen wir die schon? Kennen wir auch noch nicht. So, warte, was ist denn das? Ein außerirdisches Artefakt, das versuchen wir jetzt mal schnell noch. Dann haben wir erstmal den Giftschuss hier erstmal wieder voll. So. Und go. Gucken wir uns mal schnell das Artefakt an. So, was können wir jetzt hier machen? Das Gestein kennen wir auch noch nicht. Ah, nicht besonders.
Weisheit der Korvax. Der Stein schwingt und erzeugt ein Geräusch, das meine Gedanken vereinnahmt. Eine Vision beginnt, Gestalt anzunehmen. Eine roboterhafte Lebensform dreht sich zu mir. Licht strömt aus ihren metallischen Gehäusen und bildet einen leuchtenden Nebel, der uns beide umgibt. Sie deutet in meine Richtung. Der Name Korvax geistert mir das als Echo der seltsamen Vision durch den Kopf, die ich gerade hatte. Ein Wort dieser fremdartigen Sprache hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Wisst ihr, was selten heißt auf Korvax? Okay. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hingehen wollte. Wo war jetzt die nächste Ansammlung? Merkwürdiges Vorkommen. Kupfer in die Richtung. Na, guck mal, hier haben wir nochmal was zu mitnehmen. Ein Container. Schrott. Mitnehmen. Können wir verkaufen. Und hier drin Kohlenstoff und hier noch mehr Kohlenstoff. Gut. Dann hast du noch ein bisschen Natrium. Damit unser Exo-Anzug nicht down geht durch die ganz giftige Umgebung hier. Mal gucken, ob wir vielleicht was mit abbauen können. Ja, mal, das muss ja wieder ein Systemboost geben. Ja. Ich habe doch keine Ahnung, was es bedeutet. Aber es gibt uns ein Systemboost. Der schon wieder vorbei ist. So. Gut. Reicht. Ja, mal nicht so lange Zeit. Da war das merkwürdige Vorkommen. Wo ist jetzt das Kupfer? Das Kupfer ist das Frachterbohr. Hä? Warte mal, das muss ja ganz in der Nähe sein. Wir sind doch komplett in die Richtung gelaufen. Ach, da! Das war jetzt natürlich doof. Wir bauen ab, gut, hier mitnehmen. Lesen wir das ganze Kupfer hier aus. Inventar voll. Wir haben Natriumnitrat. Okay, wir sind voll. Was machen wir jetzt? Wir laden unser Multiwerkzeug auf. Das Ding und geben dafür reines Ferrit. Da ich das aktiviert haben, müsste jetzt hier doch ein Platz frei sein. Ja, ist auch frei. Gut. So. Das können wir da abbauen. Schön alles mitnehmen. Okay, wir sind gleich wieder voll. Ah, wir haben sogar zwei Platz. Ding ist wieder fast alle. Leer. Wie viel haben wir mit? Zweimal voll, das reicht. Dann bin ich wieder zurücklaufen. Unser Raumschiff steht wie weit weg? Okay, 250 Schritte. Nehmen wir ein bisschen von dem Ferritstaub mit. Ich mein Raumschiff einfach rufen. Das war einfach. So, warte mal, das Raumschiff. Das Ding ist schon wieder leer. Was brauchen wir nochmal dafür? Ich weiß ungefähr, was wir dafür brauchen. Wir brauchen Platz. Ich verschiebe dich erstmal ins Raumschiff. So. Dann verschiebe ich dich nochmal ins Raumschiff. So, dann gehen wir hier drauf. Gehen da drauf. Kristallplatte und dann Raumschiffantrieb und dann füllen wir das Ding. Dann können wir doch fliegen. So, wo wollten wir? Wir wollten jetzt wieder zurück zur Raumstation. Also muss ich erstmal gucken. War das Symbol da drüben?
Okay, verlassen wir die Atmosphäre. Wollen wir noch mal? Fliegen hier in die Richtung. Nach Hause. Obwohl, da fliegen wir ewig. Warte mal. Verlassen wir einfach mal hier die Atmosphäre. Können dann in Warp-Antrieb umschalten. Reisen ein bisschen schneller. Und können jetzt erst ein paar Asteroiden abbauen wieder. Und noch ein bisschen Silber raus. So. Echt noch Gold, was zu uns geflogen kommt? Ja, auf Tyrie oben oder was das ist. Ich würde gerne unseren Antrieb schon mal aufladen. Bevor wir weg machen. So. Okay. Das Ding ist gerade voll, das ist gut. Wo ist unsere Basis? Oh, warte mal, ich kann das nicht gucken, was ich zum Bauen brauche. Ne, ne. Okay, ich entscheide mich doch wieder um. Wir reisen doch jetzt schon mal an zur Raumstation. Bauen wir halt einfach noch eine Raffinerie. So, muss ich erstmal den Winkel finden. Da. Nicht so weit drehen, wieder zurück und go. Impulsantrieb, ist ja fast dasselbe. Jetzt fliegen wir erstmal eine Minute wieder. Dann das Zeug zu kaufen. Ich weiß ja nicht, wie teuer das sein kann oder wird. Etwas Glück können wir uns jetzt einfach leisten. Mit etwas Pech müssen wir nochmal irgendwo landen und Zeug verkaufen, abbauen, was auch immer. Werden wir dann bald rausfinden. Na, wir werden schon wieder angegriffen. Plündere Entität rund nehmen. Es zwingt uns, gegen dich zu kämpfen. Es zwingt dich zu zahlen. Bitte hilf uns, tu, was er verlangt. Wir könnten ihn Zeuge in die Hand drücken. Ich lehne aber ab. Da drüben kommen die. So, erster Treffer und jetzt schießen wir das Ding sofort ab. Keine Chance gegen uns. Erst das weg. Ich weiß nicht, ob wir ihn getroffen haben. So, jetzt haben wir ihn. So. Immer noch das Zeug mit. Gut, dann reisen wir weiter in Richtung Raumstation. Wir können also auch mit den Angreifern reden. Interessant. Gut zu wissen. Dann setzen wir uns unsere langweilige Reise dahin immer noch fort. Ich finde das eigentlich immer noch das Schlimmste, diese Zeit, die du dann trotzdem brauchst, um von Ort zu reisen, obwohl du halt quasi eh schon einen speziellen Antrieb hast. Ich finde, man sollte es so leicht überspringen können, weil interessantere Sachen passieren währenddessen eh nicht. Zwar wie die ganze Zeit Steine an dir vorbeifliegen, manchmal wirst du angegriffen, aber das hätte man auch anders lösen können. Aber naja. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Es begrenzt sich ja bisher nur auf eine Minute und Co. So, bremsen wir mal und da haben wir die Raumstation. Bei der war wir auch schon das letzte, also war ich jedenfalls das letzte Mal, nur leider ist da wie gesagt der Ton abgeschmiert bei dem Teil. Deswegen sind wir halt schon bei diesem komischen abgestürzten Frachter gestartet. So. Ah
einmal bitte landen und umdrehen und aussteigen. So, was sollten wir alles mitnehmen? Wir müssen jetzt höchstwahrscheinlich verkaufen, dann würde ich sagen, das Silber brauchen wir jetzt nicht. Beim Gold bin ich mir noch unsicher, ob wir das brauchen. Kobalt. Magnetisiertes Ferrit. Ferritstaub. Natrium, Ammoniak. Verrostetes Metall. Ja, mal gucken. Das Raumschiff war nicht. Aber ich rede mal hier mit den Leuten, die hier sind. Man kann sich ja die Raumschiffe dann hier von anderen Aliens kaufen. Deswegen reden wir einfach mal schnell mit dem hier, wenn wir da irgendwie rankommen. So. Er quatscht uns voll. Die elektronische Lebensform verarbeiteten Meinen erscheinen in der Nähe ihres Schiffs. Sie richtet die Lichter ihrer Maske auf den Frachtraum. Sie ist offensichtlich bereit zu handeln, über den potenziellen Verkauf ihres Schiffs zu sprechen. Wir verkaufen Zeug. Was haben wir denn hier dabei? Das Radar brauchen wir eigentlich nicht. Das ist alles nicht so viel wert. Das ist halt mein großes Problem an der ganzen Sache. Das Silber kann ich weggeben. Das wäre knapp gewesen. Das Ammoniak möchte ich auch nicht haben. Das Natrium könnte ich weghandeln lassen, aber ne. Guck mal wegen ihrem Raumschiff. Ein Riesending. Effiziente Düsen. Shuttle Stufe B. Was ist das denn jetzt? Auch Technologie. Wir können ja auch Technologien einbauen, oder was? Wir probieren mal hier was. Hat sich erledigt. Es ist doch sehr, 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 sehr teuer. So, laufen wir mal da hoch. Gucken wir mal ins Terminal, ob wir da noch was wegkriegen. Beziehungsweise, ob wir das, was wir brauchen, überhaupt da alles jetzt verhandeln können. Wir brauchen 5 von den Dingen, also noch 4. Gegenstände erstmal kaufen. Gucken mal, wie viel die kosten. Gut. Wie Sie sehen, sehen Sie. Ach doch, hier. Ach du. Boah, ist das teuer. Boah, ist das teuer. Bleibt nichts anderes übrig, muss man machen. So, kann ich hier eine Raffinerie bauen? Wie war das? Geh nicht was. Z? Ich glaube, es war Z. Da Z ist hier nicht möglich. Das ist schlecht. Dann hätten wir doch auf unserem Planeten bleiben können. Also, wie ich sehe, dürfen wir jetzt einfach nochmal zurückreisen. Einmal bitte starten. So. Das war falsch. Könnten wir bitte die Sache so umdämmen? Okay, welche Planeten haben wir denn hier? Da haben wir einen. Waren wir da schon mal drauf? Nein, ne? Fliegen wir jetzt dahin. Pulsantrieb starten. Brauchen wir knapp eine Minute. Wir können mal scannen. Okay, reichhaltiger Planet. Kupfer, was auch immer, Sternknolle, Eiweißperle, Salz. Hört sich gut an. Vielleicht ist das auch endlich mal ein Planet, der uns nicht gleich irgendwie umbringen möchte mit seiner Natur oder was auch immer der noch so drauf hat. Und einfach mal ein normaler, erdenähnlicher Planet. Das Pech ist wieder mit einem Planet mit einem anderen Problem. Ich könnte mir sogar vorstellen, so wie er aussieht, dass es vielleicht ein Eisplanet ist. Und dann ist uns zu kalt. So,
10 Sekunden noch, dann können wir landen, bauen diese Raffinerie, bauen dieses Metall und dann gucken wir, wo wir als nächstes hin müssen. Und wir treten ein. So, müssen wir natürlich gleich bremsen. So, wir treten in die Atmosphäre ein. Ist ein Wasserplanet? Oder wie? Hier ist ein Wasserplanet. Da hinten haben wir eine Insel. Da fliegen wir hin. Es ist ein großer Wasserplanet. Aber dieser Planet möchte uns wenigstens nicht umbringen. Ich würde eigentlich lieber da drüben landen, wenn ich ehrlich bin, weil es sieht schöner aus, aber egal. Hier habe ich schon Ressourcen gesehen. Oh. Okay, machen wir ein bisschen schneller damit. Wächter sind auf diesem Planeten also sehr aggressiv. Fuck, da unten haben wir auch einen. Das heißt, wir fliegen zum grünen Teil des Planeten. Ich eigentlich jetzt kein Interesse habe, mich mit irgendwas hier anzulegen. So. Landen wir halt hier. So. Nicht ernsthaft. Scannen, was das hier ist. Okay. Den Baum hier noch. Kann ich ihn gleich scannen? Ja, mach mal bitte. Gefällt sich, dass hier so ein doofer Wächter rumschwirrt, der uns gleich töten möchte, wenn er die Chance hat. So, Z. Was brauchen wir für das Ding nochmal? Wir brauchen nochmal eine Metallplatte. Das ist möglich. Gut. Eine Metallplatte. Z. Einmal bitte hier hin. Befüllen wir das mal mit Kohlenstoff. Und dann kommt Natrium hier rein. Nicht Natrium. Kupfer muss hier rein. Das ist immer zu weit vom Schiff weg. Was ist denn der jetzt in der Wächter? Einmal bitte Raumschiff, ich brauche dein Kupfer. So. Den Rest behalten wir erstmal drin. Was? Aber wir brauchen 125 von dem Metall oder was? Wie viel kriegen wir denn jetzt raus aus 250 Kupfer? Hier. 125. Dann fangen wir an. Und jetzt gucke ich mir nochmal hier die Umgebung an. Was wir noch so rumliegen haben. Also wir haben gerade eine Zeit. Bisher ist hier kein Wächter, der uns unbedingt umbringen möchte. Gut. Kohlenstoff. Ferritstaub. Das andere Zeug. Und auch reines Ferrit und das andere Zeug. Okay, einfach warten. Ein Wächter kommt gerade nicht angeflogen. Ich würde mich interessieren, überleben wir Wasser? Cool. Können wir mal woanders rumgeistern. Was natürlich bei unserer Raffinerie. Es gibt ja aber auch keinen Ort auf der Welt, wo man irgendwie mal in Frieden einfach rumrennen kann, ohne dass irgendwas einem Probleme macht.
Wir wollen die Wächter einen sofort umbringen. Der andere ist zu giftig, der andere war zu heiß. Was sind wir denn hier, ey? Mach jetzt fertig. Okay, und so. Das. Extra Anzug. Das. Dann nehmen wir mal anders. Ging es aufheben? So. Mitnehmen. Gut. Jetzt brauchen wir nur noch den Hyperantrieb. Ich muss das mal herstellen. Da muss ich ein bisschen hier ran. So, Raumschiff. Hyperantrieb muss ich den einbauen oder was? Mal, ich hab's ja gerade gesehen. Ach hier, Technologie installieren. Hyperantrieb. Bauen. Warpzelle. Da, was brauchen wir denn für eine Warpzelle? Wo kriegen wir denn jetzt Antimaterie her? Ach, keine Ahnung. Werden wahrscheinlich jetzt gleich, ja. Antimaterie finden. Antworten in den Sternen. Auf jeden Fall würde ich sagen, endet die Folge zu No Man's Sky. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.